Jedes Jahr im Juni findet Trooping the Colour statt. Die traditionelle Feier zu Ehren des offiziellen Geburtstags des britischen Monarchen zieht am Samstag tausende Fans nach London. Zunächst gibt es einen Umzug mit Kutschen und Gardemitgliedern, bevor die Royals sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zeigen. Die Frage, wer von der Königsfamilie teilnehmen wird, insbesondere im Hinblick auf Prinzessin Kate, sorgt für rege Diskussionen. Kommuniziert wurde eine feste Liste der auftretenden Royals bislang nicht. Prinzessin Kate, die sich einer Krebsbehandlung unterzieht, wird an diesem Wochenende nicht erwartet. Lizzie Robinson von ITV News spricht beispielsweise von einem Fragezeichen bezüglich Kates möglicher Anwesenheit. Vermutlich hängt ein Auftritt Kates bei der Parade oder auf dem Balkon ganz davon ab, wie es ihr gerade geht und ob ihr die Ärzte grünes Licht geben. Doch nicht nur Kates Erscheinen steht auf der Kippe. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bleiben möglicherweise zu Hause, wenn ihre Mutter nicht dabei ist. Lizzie Robinson erklärte im Right Royal Podcast, dass Entscheidungen bezüglich der Kinder oft erst kurzfristig getroffen werden, da sie alle unter 10 Jahre alt sind. Sie werden das tun, was für die Kinder am besten ist. Das ist ihre absolute Priorität in allem, was die Prinzenfamilie von Wales tut, sagt Robinson. Zumindest Prinz Williams Teilnahme an Trooping the Colour wird als sicher angesehen, außer es kommt ein Notfall dazwischen. König Charles und Königin Camilla werden auf jeden Fall dabei sein, allerdings diesmal in einer Kutsche statt zu Pferd. Weiterhin auf dem Balkon erscheinen könnten Prinzessin Anne und Prinz Edward mit ihren Familien. Ob Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie dabei sein werden, bleibt abzuwarten. Beatrice hatte in der letzten Zeit Aufgaben im Königshaus übernommen, was für eine Teilnahme an der Feier sprechen würde.